So, guten Morgen und willkommen zu einem neuen Video. Ich bin jetzt mal in Tschechien und zwar in Valpart oder Valparti, je nachdem wie man es ausspricht oder ob man halt von hier kommt oder nicht von hier kommt. Das ist ein Ort hinter der Grenze. Hier fahren die meisten Leute hin zum Zigaretten holen oder gehen essen. Das Essen in Tschechien eigentlich immer ganz gut ist. Und ich war vor 14 Tagen hier auf dem Marktfest oder auf der Kirmes und das war richtig klasse. Also der Markt ist wirklich schön. Ich mache noch ein paar Fotos dann, blende die eine, wenn ich es nicht vergesse. Und wollte mal gucken, ob es hier noch irgendwelche anderen coolen Gassen gibt zum Fotografieren, zum Filmen. Und dachte, ich mache mal einen kleinen Vlog, weil es das schon lange nicht mehr gab und glaube ich auch noch nicht in der Stadt oder im Dorf. Und ja, gucken wir mal. Hier gibt es auch noch einen Café, habe ich gerade gesehen. Noch geschlossen, aber ja, mal schauen. Ja. Bis später. Jo, auf alle Fälle, es gibt ja noch ein Valpart, einen Bahnhof, habe ich gerade wieder festgestellt oder mich wieder daran erinnert. Dann mache ich da noch mal hin, hier im Hintergrund mal zu sehen, ehemalige Kneipe. Vielleicht durch Corona auch irgendwie ja, kaputt gegangen. Und unterhalb hier, ich kann leider kein Tschechisch, aber dazu später noch was. Ich denke mal, das könnte ein Fleischer gewesen sein oder ein Metzger, wie auch immer. Oder einfach ein Bäcker, ich weiß es nicht. Ne, sieht eher fleischermäßig aus. Ja. Also leider gibt es auch hier einige Restaurants nicht mehr. Aber dafür gibt es wahrscheinlich wieder neue. Es gibt wirklich hier Reihe an Reihe. Ja, Kneipen. Hier auch nochmal relativ großes Haus. Noch in der Bauphase wahrscheinlich, keine Ahnung. Niemand drin. Für die, die nicht aus Region Erzgebirge kommen, in Tschechien wird einfach relativ schnell gebaut. Das ist Wahnsinn. Das ist in Deutschland irgendwie gar nicht so. Da brauchen die Ewigkeiten, wahrscheinlich wegen Genehmigung hier und da und dort. Aber in Tschechien geht es einfach ratzfatz. Das ist einfach völlig krank. Aber ja, so läuft es halt. Die machen halt am Wochenende ihre 3 Schichten ja, nachts, früh und spät. Und da wird es auch schneller fertig. Ist halt so. Naja, bis später. So, hier nochmal der Markt im Hintergrund. Recht freundlich und hier ist es halt dann nochmal ein bisschen alten Buden. Aber so ist es halt. Ja, wie gesagt, ich mache jetzt mit dem Fahrrad weiter zum Bahnhof und dann hole ich mir was zu essen und gehe nochmal aufs Klo. Und ja, wir sehen uns dann am Bahnhof. Bis später. So, hier ist gerade ein Schild gewesen. Ich habe keine Ahnung, was das da auf Deutsch heißt. Deshalb mache ich lieber zurück. Ist dann nicht so. Ja. Irgendwas durchgestrichen und keine Ahnung. Deshalb geht es jetzt zurück, ehe ich hier irgendwie noch Anschluss bekomme. Ja. Ich habe festgestellt, mit dem Objektiv hier oben, es ist ganz schön schwer, die Kamera einfach in der Hand zu halten, weil das relativ fett ist, relativ schwer. Aber ja, passt schon. Für die ganzen Nerds da draußen, Kamerafreaks, ich habe immer noch meine A7 III Vollformat halt, filme jetzt mit dem 2870 von Sigma 2.8. Bin damit immer noch vollkommen zufrieden, weil das einfach ein super Allrounder-Objektiv ist. Landschaften, Vlogs, also Film, meinetwegen auch mal Porträt und so Nachtaufnahmen. Genau, was ich sagen wollte, wegen diesen Sprachdingen. Wenn du hier essen gehst in Tschechien, ne, du kannst erstmal größtenteils in Euro bezahlen, was schon mal gut ist. Oder auch nicht, je nachdem wie man das sieht. Und die Kellner können dort fast alle Deutsch. Ja, von Semi bis gut Deutsch. Ja, und dann kommen die mal nach Deutschland. Oder zumindest hier ins Erzgebirge und was ist. Es kann gefühlt niemand irgendwie Tschechisch, außer ein Ahoi oder ein Dobrý den oder ein was ich noch von Arbeit kenne, ist, also Dobrý ist quasi gut und Špatný schlecht. Aber mehr kann ich auch nicht. Ich wollte immer mal irgendwie noch so einen Kurs machen, aber habe es einfach noch nicht geschafft aus ja, Zeitgründen oder einfach nicht die Motivation gehabt. Ja, auf alle Fälle. Sehr schade eigentlich. Warum dann nicht mal in den angrenzenden Bundesländern oder wie auch immer, die halt an einem anderen Land sind, noch sowas als Fremdsprache hinzukommt. Und wenn es mal bloß eine Stunde ist, nochmal jede Woche. Aber ja, gibt es als Kurs oder gab es bei
bei uns mal als Kurs nochmal tschechisch, aber gut, vor 10, 13 Jahren habe ich da noch nicht dran gedacht. Naja, so ist es halt. Ich mache wieder zum Fahrrad, fahre mal hoch zum Bahnhof und gucke da mal noch irgendwie ein bisschen rum, ob ich noch was Cooles finde. Habe jetzt ein paar Fotos gemacht. Wie gesagt, immer das Schild und ich dachte, jetzt mache ich erstmal wieder zurück. Ehe das hier noch Ärger gibt. Es gibt noch einen coolen Friedhof hier. Da mache ich nochmal hin, wenn ich es nicht vergesse. Und jo, bis dann. So, übrigens, weil ich gerade hier das Schild sehe, es gibt einen Zug, der fährt von Gransal aus nach Komedau, glaube ich. Und ja, nicht so oft. Ich glaube viermal am Tag. Ne? Also viermal hin, viermal zurück. Aber kann man sich auf alle Fälle mal vornehmen, einplanen, wenn man da halt wirklich mit dem ersten losfährt. Ich glaube, der letzte ist dann wieder abend um 6, 6:30 rum daheim. Also in Gransal. Gransal, wie auch immer. Und ja, gute Sache finde ich. Weil man irgendwie auch durch verschiedene Ortschaften durchfährt, an verschiedenen Bahnhöfen hält, die man vielleicht nicht so auf dem Schirm hat. Und von daher, ja, also Empfehlung, hier unbezahlte Werbung, der Zug von Gransal nach Komedau über Weipart, Kupferberg und wie auch immer, nur die Richtung halt. Ja, nur so nebenbei. So, erstmal irgendwas essen. Ich bin hier in einem kleinen Park und es ist eigentlich richtig hübsch hier. Im Hintergrund hier der Sonnenaufgang. Ja, also richtig cool. Ich glaube, wenn ich irgendwie die Möglichkeit hätte oder das irgendwie in irgendeiner Art und Weise nötig oder möglich wäre, ich würde, glaube ich, auch einfach hierher ziehen, weil das einfach ein richtig schöner Ort ist. Also allgemein in Tschechien bin ich ja riesengroßer Fan. Habe ja auch da ganz früher Verwandtschaft gehabt, also ja, an der Grenze zu Tschechien oder halt schon in Tschechien. Und ja, an sich wirklich ganz cool. Ich mache noch ein paar Fotos jetzt hier, blende die dann ein, wie gesagt, zum Schluss oder in einem separaten Kurzvideo, aber auf alle Fälle sehr, sehr schön und irgendwie auch recht hell alles hier. Also die Häuser schön angemalt, auch die Neubaublocks, schon cool. Ja. Können wir uns auf alle Fälle in Deutschland eine Scheibe abschneiden. Ist einfach so. So, ich glaube, das war's jetzt schon wieder mit dem kurzen Vlog. Hier unten gibt es noch etliche leere Häuser. Da gehe ich jetzt aber nicht rein, weil auch in dem einen Grundstück gerade eben schon Polizei stand. Und irgendwelche Personalien aufgenommen wurden und lieber nicht. Aber gerade hier. Eigentlich noch recht schön. Das Ding ist, in Tschechien manchmal gibt es Häuser, die immer noch bewohnt sind, obwohl man denkt, dass das Teil einfach leer steht. Ja. Gestern rein und dann ist da hier da oben am Kaffee trinken und denkst einfach, okay, doch falsch. Ja. Aber genau. Ich mache jetzt noch ein paar Bilder, wie gesagt, mal gucken, wie ich die dann, ob ich die dann in einem extra Video noch mit hochlade hier bei YouTube oder bei Facebook, Instagram, wie auch immer. Mal gucken. Ja, alles klar. Dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.